Beate, Beate, was ist nur passiert? Ich grüße euch. Ja, was ist mit den Neos passiert, dass sie so abgerutscht sind? Gleich nach dem Intro geht's auch natürlich los. Ja, was ist mit den Neos in Salzburg passiert, dass sie so abgerutscht sind, dass sogar die KPÖ gewonnen hat? Ein schwieriges Rätsel, würde ich mal sagen. Aber man sollte ja nicht die Schrauben so locker drehen, eher sie befestigen. Und ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Beate, es ist vorbei. Ihren Zahn, den Sie gezogen haben, der schmerzt nicht mehr so. Also fehlen noch die restlichen Bundesländer. Aber der Herr Nehammer und der Herr Werner Kogler sind auch nicht die Besten, würde ich mal sagen. Weil bei uns wird ja dauernd nur alle sind höhgeritten, keiner macht's besser, man verschenkt nur oder man tröstet die Menschen mit jeweils 200 oder 250 Euro. Das ist auch nicht Sinn und Zweck dafür. Also man muss sich wirklich etwas Besseres einfallen lassen. Man kann hier nicht dauernd, wie der Weihnachtsmann Geschenke verschenken. Es ist alles nur ein Ablenkungsmanöver. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, am 1. Mai den Teil 1 anzuschauen von dem Gemeindebau, was ich gedreht habe. Ich wünsche euch noch was und tschüss.